Jetzt setzt Jesko nach, Pascal setzt nach und dann ist Tim vorm Tor und ja, ihr kennt Lord Moore, so einen lässt er sich nicht nehmen. So, was habt ihr euch jetzt überlegt? Den Torjubel quasi mal mit dem Auto einzubinden und wir haben einfach eine Party veranstaltet. Was geht, Leute? Ich bin Felix von Freekickers und kommentiere heute für euch das Spiel vom Halbfinale im Cobra Cup in Barcelona. Wir durften einfach im Camp Nou spielen und das Halbfinale gegen das Team von 4-3-3. Und ja, erstmal im Camp Nou zu spielen, für uns alle was Besonderes. Wir hatten Gänsehaut, glaube ich, 90 Minuten lang gefühlt, auch wenn das Spiel nur 20 ging. Es war echt krass und genau, wir haben eine Mannschaft gestellt, natürlich mit unserem Team FK, und ansonsten hatten wir Leute aus unseren Teams dabei, Freunde. Hier kommen wir direkt zur ersten Chance. Tim den Abschluss. Ich wollte ihn schon früher rüberkriegen, hab's aber nicht geschafft. Somit auch Tim ein bisschen schwierigeren Abschluss gehabt. Da wollte ich ihn rüberkriegen. Naja, und dann bekommt Tim den Abschluss nicht mehr richtig hin. Der Sponsor des heutigen Videos ist Top 11. Das ist ein Free-to-Play-Manager-Spiel, das es für iOS, Android und den Browser gibt. Als Manager bei Top 11 hast du die Verantwortung über das komplette Team. Du planst die Aufstellung, verpflichtest neue Spieler und führst deine Lieblingsmannschaft zu neuen Triumphen. Du spielst gegen viele andere echte Manager rund um die Welt. Und wie auch im echten Fußball gibt es 4 Wettbewerbe. Die Liga, den Pokal, die Champions League und die Super League. Du kannst natürlich gegen deine Freunde, aber auch zusammenspielen. Wenn ihr euch zusammenschließt, dann spielt ihr gegen andere Managergruppen aus der ganzen Welt. Natürlich kannst du auch deine Familienmitglieder oder Fußballfreunde herausfordern, um zu sehen, wer von euch der beste Manager ist. Aktuell gibt es auch was Cooles, und zwar ein zeitlich begrenztes Special Event, die BVB Legacy Tour. Damit will Top 11 die BVB Fußballgeschichte nacherzählen. Damit habt ihr die einzigartige Möglichkeit, die BVB Historie und legendäre Spiele nachzuspielen und noch einmal neu zu erleben. Diese Art von Club Events gab es bisher bei Top 11 noch nicht, das heißt für jeden BVB und auch Fußballfan jetzt die richtige Möglichkeit einzusteigen und die Geschichte noch einmal neu zu erleben. Wenn du also BVB-Fan bist oder schon immer mal ein Manager-Spiel probieren wolltest, lade dir jetzt das Top 11 Manager-Spiel über meinen Link in der Videobeschreibung runter. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zocken und Herausfordern eurer Freunde. Es war bei einer brüllenden Hitze in Barcelona bei ungefähr 30 Grad. Es war super heiß und nach so einer Corona-Pause, wir haben ja alle lang nicht gespielt, war es echt anstrengend. Wir haben richtig geschwitzt und das sieht man schon, die Nummer 6 von 433 ist das Double von Neymar. Ja, ich habe auch mich gewundert, als ich das gehört habe. Er ist bei Werbedeals das Double und sieht wirklich fast genauso aus wie er. Also es war echt witzig. Hier kommen wir über Pascal zur ersten Chance. Und Luca setzt gut nach, versucht nochmal vors Tor zu kommen und dann wird aber zur Ecke geklärt. 433 kennt man ja von Instagram, eine riesige Plattform. Ich habe echt gedacht, es kommen ein paar Profis, aber es waren mehr Mitarbeiter und Freunde, die da auch mitgespielt haben. Somit war auch das Fitnesslevel von 433 nicht, ich würde sagen, nicht so hoch wie unsers und auch generell nicht so, dass man sagt, die spielen fünfte, vierte Liga oder so. Trotzdem, die Nummer 6 hier zum Beispiel, ein sehr, sehr guter Fußballer, aber Tom kann ihn im Mittelfeld richtig gut stellen und Luca leitet den Gegenkonter ein. Spielt auf Pascal. Pascal will sich durchsetzen, legt in die Mitte, finde ich, macht er richtig gut und dann leider die kurze Ecke verfehlt. Hätte auch querspielen können, aber Pascal ist ein sehr, sehr starker, 1 gegen 1 starker Außenspieler. Hat er richtig gut gemacht. Da kommt der Ankle-Breaker, der Gegner rutscht ins Leere. Zack, macht er richtig stark und dann ein bisschen Pech beim Abschluss. Da waren ungefähr 5 Minuten gespielt, also es war auf jeden Fall noch Zeit. Und da kam auch schon direkt die nächste Chance. Also wir hatten echt ein bisschen Pech vorm Tor. Ich glaube, es war auch ein bisschen die Nervosität vor so einem Spiel. Man wusste, man spielt im Camp Nou. Und ja, auf so einem Rasen, das war wie ein Teppich. Das war unglaublich. Habe ich noch nie auf sowas gespielt vorher. Und ja, die meiste Zeit waren wir wirklich im Strafraum von 4-3-3. Aber so die zwingende Torchance haben wir irgendwie nicht bekommen. Tom versucht es aus der Distanz und schießt leider drüber. Somit mussten wir weiter warten auf unser Tor. Da spielt Tom nochmal quer. Schade, er wusste, dass ich in der Mitte stehe. Tom und ich spielen ja zusammen bei Wattenscheid in der Oberliga. Wir kennen uns auf dem Platz und der Ball kam aber leider nicht an. Da ist Tom schon wieder am Ball mit einer schönen Seitenverlagerung auf Tim. Ja, und Tim
nimmt ihn leider ein bisschen zu weit mit, sonst wäre es, glaube ich, safe das 1-0 geworden. Wir bleiben durch Luca fast am Ballbesitz, wird aber gefoult und das war die erste richtig geile Situation, nämlich Freistoß, Tim hat sich ihn hingelegt und schießt ein bisschen zu flach. Ich fand den Schuss von der Flugkurve eigentlich richtig gut, ein bisschen höher, dann wäre, glaube ich, echt schwierig für einen Torwart geworden. So war es ein bisschen zu flach. Aber was ist das für ein Pressing, bitte? Tom kommt direkt wieder an den Ball, legt zu mir rüber und ich mit der Hacke und Jesko muss hier eigentlich das 1-0 machen. Also da war echt, da war die Zeit sowas von reif. Tom bekommt hier schon wieder den Ball. Nee, Luca ist es. Will nochmal durchgehen, will dann querlegen und dann klappt es aber irgendwie nicht. Also wir hatten Chancen ohne Ende und ich finde, das war die dickste Chance. Da hätte eigentlich das Tor fallen müssen. Auch ein geiler Spielzug vorher. Aber so ist das manchmal, man tut sich schwer vorm Tor und jetzt kommen wir hier nochmal über die Seite, Pascal im Doppelpass, nee, wird rausgelegt und dann leider auf Abseits entschieden, deswegen wurde die Szene schon vorher abgepfiffen. So, jetzt bekommt das Neymar-Double vorne den Ball und Leute, passt auf, was er jetzt macht. Er schießt aus 50 Metern einfach aufs Tor. Jan ist zu weit draußen und dann ist das Ding einfach drin. Unfassbar. Wir haben gefühlt 10-0 Chancen und Torschüsse gehabt. Und dann kommt Neymar Junior einmal an den Ball und ballert uns das Ding aus 50 Metern rein. Dementsprechend war auch der Jubel. Ihr könnt sehen, die sind völlig ausgerastet. Ja, also Stimmung war erstmal kacke, weil man wusste, man ist eigentlich besser auf dem Platz. Man hat viel mehr vom Spiel. Aber man hat das Tor nicht gemacht und ja, es sind immer so Floskeln, aber wer die Dinger selbst nicht macht, kriegt sie halt hinten rein. Es ist leider, es bewahrheitet sich immer wieder und er macht ein gutes Gegenpressing, erobert den Ball. Ja, und über die Schusstechnik und die Übersicht brauchen wir nicht reden, dass das richtig gut ist. Ich habe mich nach dem Spiel mit ihm unterhalten, er meinte, er spielt in der zweiten spanischen Liga. Ich kann das nicht so ganz einschätzen. Ich denke, das ist Oberliga-Regionalliga-Niveau. Kann aber auch höher sein, dass man sagt, spanischer Fußball ist ungefähr so wie der deutsche. Ich kann es nicht sagen. Auf jeden Fall ein brillanter Schuss. Jan war natürlich bedient, hat sich aber direkt entschuldigt. Und das Spiel war ja noch nicht vorbei. Wir wussten, jetzt geht's weiter. Wir versuchen jetzt das 1-1 zu machen. Sind wieder vors Tor gekommen, aber leider nach der Ecke nicht zwingend gefährlich. Ja. Dann kamen wir wieder über außen. Max setzt sich gut durch und sieht mich dann in der Mitte, spielt den Ball rein und endlich konnte ich den Ausgleich machen. Ja, das war echt so befreiend und ich irgendwie wusste man ab dem Zeitpunkt, okay Männer, jetzt gewinnen wir das Spiel. Und Max macht es richtig gut, man merkt, dass er auf den Außen spielt, auch in seinem Verein, findet mich in der Mitte und ja, das war natürlich nur noch ein Reinschieben von mir. Dann bekommen wir hier von Tim den Ball. Der macht gut Meter über außen, stoppt nochmal ab, verlagert dann die Seite, findet Pascal, auch ein richtig geiler Ball, muss ich sagen. Pascal jetzt im 1 gegen 1, seine absolute Stärke. Der ist so schnell, den kannst du fast nur durch einen Foul stoppen. Und Luca bringt jetzt den Ball rein und Leute, ich sag euch eins, das war niemals abseits. Es wurde nämlich abseits gepfiffen. Ich dachte, der wäre safe drin und bitte guckt euch jetzt die Wiederholung an. Ich weiß nicht, wo er da abseits gewesen ist. Ihr seht es an meinem Gesichtsausdruck. Ich war völlig von den Socken. Ich dachte mir, das kann nicht abseits gewesen sein. Wir gucken nochmal drauf. Da von Tim auf gar keinen Fall abseits. Dann kommt der Ball rein und das kann auch kein Abseits sein. Also leider eine Fehlentscheidung. Ich will es den Schiris nicht übel nehmen. Die waren Mitarbeiter von Barcelona, also jetzt keine ausgebildeten Schiedsrichter. Von daher alles in Ordnung. Jeder macht Fehler. Aber natürlich ärgerlich, weil ich fand den Spielzug vorher sehr, sehr schön. Jetzt setzt Jesko nach, Pascal setzt nach und dann ist Tim vorm Tor und ja, ihr kennt Lord Moore, so einen lässt er sich nicht nehmen. Und auf einmal führen wir und da wussten wir, ey, wir gewinnen das Ding. Wir waren einfach so überlegen und es war einfach verdient. Wir haben die Tore zwar am Anfang vorne nicht gemacht, aber nach dem 1-0, das war auf jeden Fall so ein kleiner Wachrüttler für uns. Und jetzt steht es 2-1, ein sehr, sehr gutes Gefühl, man konnte viel befreiter aufspielen. Es waren auch nicht mehr so viele Aktionen, es war nicht mehr so viel Zeit danach, aber Tim macht hier das 2-1 sehr, sehr gut. Und ab dann war es so ein bisschen losgelöster, wir hatten nach vorne mehr Platz, Pascal setzt sich hier nochmal durch, Jesko bekommt den Ball und sehr schade, sehr, sehr schade. Er hat abseits gepfiffen, auch da glaube ich, dass es kein Abseits war. Aber der Abschluss von mir war sowieso nicht drin. Muss ich mir an die eigene Nase fassen, weil egal ob abseits oder nicht, der Ball muss drin sein. Pascal kommt jetzt über die Außen. Gefühlt ist Pascal in jede Offensivaktion involviert.
Und der Ball kommt dann aber zu flach und die Abwehr kann ihn klären. Aber ihr merkt selber, 4-3-3 kommt kaum nach vorne. Neymar Junior jetzt nochmal am Ball. Viel Faxen gemacht und ich glaube, da hatte ich jetzt genug. Ich dachte mir jetzt, komm, so nicht, mein Freund. Bam. Da muss auch mal ein Tackling kommen. Und ich bin nach dem Spiel zu ihm, habe gefragt, ob er sich wehgetan hat. Alles gut. Dann bekommt Tim den Ball. Und ja, da muss er eigentlich früher abschließen. Eigentlich eine richtig schöne Aktion, aber ja, es war wirklich bei über 30 Grad und wir waren alle kaputt und die Kräfte waren so langsam weg. Trotzdem bekommt hier Luca nochmal den Ball. Jesko sieht, dass ich vorne durch bin, es war kein Abseits und dann im 1 gegen 1 gegen den Torwart, das was ich liebe, dran vorbeigelegt und ja, spätestens jetzt war das Tor entschieden, mein Signature-Move, der Flickflack und wir gewinnen da das Halbfinale im Camp Nou mit 3-1. Unglaublich, wirklich. Gegen 4-3-3 dachte ich am Anfang, es wird der schwerste Gegner, weil es auch die größte Plattform ist mit über 30 Millionen Followern auf Instagram. Dachte ich echt, wow, die stellen bestimmt ein Bombenteam. Ihr seht selbst, alles wahrscheinlich gute Fußballer, aber als Team waren wir, glaube ich, besser. Wir haben besser den Ball laufen lassen, haben die bessere Teamleistung abgegeben. Und ja, allein solche Pässe von Jesko durch die Schnittstelle, Pascal über die rechte Seite. Und es hat einfach nur Spaß gemacht, vorne im Camp Nou zu stürmen und ja, in diesem Spiel sogar 2 Tore zu machen. Und ah, jetzt gibt es nochmal eine Zeitlupe, das wusste ich gar nicht. Zack. Und ja, unglaublich, wirklich. Jetzt gibt es hier nochmal eine Ecke. Ich glaube, so mit die letzte Aktion, 4-3-3, wusste natürlich, das Spiel ist vorbei. Tim schlägt sie rein und Fabio leider gegen die Latte geköpft. Das wäre es natürlich noch gewesen, wenn ein Verteidiger hier noch zum Abschluss kommt. Hätte ich jedem gegönnt, hier ein Tor zu schießen. Aber wir wussten ja, dass nach diesem Spiel noch ein Spiel kam. Also wenn ihr das Finale auch sehen wollt, könnt ihr es euch auch gerne angucken. Ist wahrscheinlich irgendwo verlinkt. Und Jesko macht es nochmal richtig schick. Kommt in den Zweikampf. Er kommt in den 16er rein und ich finde den Ball auch auf Pascal gar nicht so schlecht. Man kann ihn vielleicht flach spielen, aber ja, Pascal weiß, glaube ich, selbst, der muss rein und vorm Tor ist er eigentlich richtig stark. Aber gut, wir haben 3-1 gewonnen, das Spiel ist vorbei und wir wussten, jetzt geht's ins Finale. So, wir sind hier beim Cupra Cup Finale und Team Free Kickers spielt gegen Best of Football aus den Niederlanden. Ich bin Felix Kasser von Team Free Kickers. Ich stand live auf dem Platz, bin heute aber nicht alleine, sondern wir haben einen Profi-Kommentator dabei, Benny Zander. Grüß dich. Was ihr jetzt nicht gesehen habt, ist das Profi in Anführungsstrichen. Wir gucken uns tatsächlich zusammen, lieber Felix, euer Next-Gen-Cup-Finale an. Ihr in den schwarzen Trikots, du hast mir gerade schon im Vorgespräch verraten, dass ich mich auf ein absolutes Spektakel einstellen kann. Und ich bin natürlich gespannt, ich weiß, wie alle eure Fans natürlich auch, dass ihr das Ding am Ende geholt habt, aber ich weiß nicht, wie das Ergebnis ausgegangen ist. Und es gibt hier, Alter, direkt mal die erste Chance. Ja, es ging auf jeden Fall gut zur Sache und wir waren aber auch alle gut platt, muss man sagen. Die Corona-Pause haben auch wir in den Knochen gehabt und ich bekomme jetzt hier vorne den Ball abgelegt und das war somit die erste Chance, die so ein bisschen aufs Tor ging. Was ich sagen wollte, wir waren in der katalonischen Sonne und es ja, war sehr anstrengend. Ja, aber schätzt das für uns mal so ein bisschen ein. Also ihr spielt ja gegen die Niederländer. Was haben die auf Instagram? Über 5 Millionen Abonnenten, ne? Und die haben vor allem Profi, ja, Ex-Profi Ergänzungen gehabt, ne? Also Unterstützung. Genau, ja, der Ex-Profi De Boer hat quasi bei denen mitgespielt. 5,1 Millionen haben sie auf Instagram. Und ja, ich war auf jeden Fall gespannt, wie sie sich schlagen werden. Ich kannte die Namen auf dem Papier nicht, als ich die Mannschaft, die Kader gesehen habe. Aber so ein Ex-Profi ist natürlich schon mal interessant. Und ja, wir sind, und kurz zu uns, zu unserem Kader, wir natürlich Team Free Kickers. Ich glaube, jetzt kommt eine ganz wichtige Szene, deswegen. Boah, wie wir uns da durchsetzen, das ist einfach. Das ist eine glatte Eins. Brasilianisch. Oh, der Neuner scheint ein guter zu sein. Also sehr fantastisch gespielt. Also einmal komplett übers ganze Feld kombiniert. Das ist stark. Von vorne bis hinten. Von vorne bis hinten. Einfach gut kombiniert. Also Teamchemie 99 bei FIFA. Und du hattest auch deine Füße mit im Spiel. Ich sag's, also der Neuner scheint ganz okay zu sein, der da rumkrebst. Aber diesmal hast du das Toreschießen den anderen überlassen. Hier nochmal der Steckpass. Und dann die Flanke genau in die Schnittstelle. Und dann ist da aber mal komplett alles offen. Und am Ende vollendet. Wunderbar. Pascal Gurk. Pascal Gurk hat das Tor gemacht, spielt jetzt in der Regionalliga bei Homberg. Und
Ja, auf jeden Fall ein sehr flinker und guter Junge, der da auf den Außen bei uns gespielt hat. Und somit steht es 1-0. Auf jeden Fall so ein bisschen der Dosenöffner, kann man sagen. Das Spiel ging ein bisschen über eine halbe Stunde, ne? Also ich glaube so 35 genau, Minuten. Genau, ein bisschen über eine halbe Stunde. Genau, jetzt kam ich gerade nach vorn. Ich wollte ihn so ein bisschen drüber heben. Ja, hat aber leider nicht funktioniert. Geht dann zur Ecke. Wollt's wieder besonders schön aber machen, ne? Da kann man auch mal einen Elfmeter rausholen. Come on. Ecke kurz ausgeführt. Genau. Gucken wir mal darauf hier. Direkt die anschließende Ecke. Pascal setzt sich wieder über die Außen durch. Spielt in die Mitte, ich leg quer und Martin schiebt das Ding rein und Martin hat sich was vorgenommen vorm Spiel, nämlich den Messi-Jubel auszupacken. Und jetzt erklär mir aber bitte nochmal, dass das von dir so geplant war, dass du den dahin spielen wolltest. Du wolltest ihn natürlich nicht selber versenken, ne? Nee, ich stand ein bisschen blöd zum Ball und hab ihn nicht mehr selbst aufs Tor bekommen und Martin steht genau goldrichtig. Das ist auch irgendwo die Chemie, die ich eben angesprochen habe, Benny, du kennst das ja, doch. Ja, natürlich. Der Capitano ist bei der Ecke mit vorne, wunderbar durchgesetzt hier von Pascal. Und dann, hier seht ihr es nochmal, also Felix, genau geplant, da sollte der Ball hinkommen. Das war kein Abschluss und dann zack, 2-0. Ja, 2-0 steht's und... Ja, man hat schon beim Gegner so ein bisschen gemerkt, die waren so ein bisschen planlos, weil wir ein gutes Pressing betrieben haben. Hier sieht man es, die haben es mit hohen Bällen versucht und ja, unsere Abwehr stand stabil und nach vorne hatten wir einfach super viel Qualität und Spritzigkeit und haben den Ball einfach laufen lassen. Ich glaube, das war auch unser Mittel an dem Tag, dass wir einfach gesagt haben, wir lassen die Kugel laufen, wir genießen es hier auf einem geilen Rasen zu zocken und ja, jetzt kommt hier Max Blug über die rechte Seite. Das ist wieder gut gespielt. Und oh! Holt den Elfer raus. Ja. Was sagst du? Ja, für mich klarer Elfer, aber ich bin auch parteiisch. Das ist für mich ein ganz klarer Elfer gewesen. Gucken wir nochmal drauf. Ja, ist ja klar zu spät dran. Also sorry, wenn das kein Elfmeter ist, können wir den Laden zuschießen. Gar nicht den Ball. Genau, hätte ich auch gesagt. Ach der, komm, und du schießt selber, oder was? Ja, natürlich. Der, okay. Der die Nerven hat. Torwart hat mich voll gequatscht. Zum Glück habe ich nichts verstanden. So, Ball ist freigegeben und... Unten rechts, eiskalt verladen. Ganz wichtig, die Frage klärend als Goalgetter, wenn man einen Elfmeter schießt, vorher schon im Kopf, wo du hinschießt oder entscheidest du dich spontan? Tatsächlich hat sich das bei mir ein bisschen gewandelt in den letzten Jahren, weil ich das immer vermehrt bei Profis halt gesehen habe. Ne? Also früher wurde es mir beigebracht, wenn du anläufst, musst du wissen, wohin. Mhm. Und guck mal, wie lange ich warte. Stimmt, Kopf und oben. Ich entscheide mich quasi erst, wenn der Torwart sich entscheidet und dann hat er keine Chance mehr, ist halt ein kleines Risiko auch bei, ne, weil du wirklich sehr lange wartest, aber ich finde, so Elfer kannst du ja genauso gut trainieren wie andere Dinge. Das ist ja eine unglaublich deutliche Sache hier. Was für ein dominanter Auftritt von euch. Also mein lieber Mann, das ist ja immer so eine Geschichte, wenn man in Turniere reingeht gegen Mannschaften, die man einfach überhaupt nicht kennt, wo man die Spieler gar nicht einschätzen kann, weiß man ja nicht, was man bekommt. Aber die Niederländer wissen jetzt, was sie bekommen haben. 3-0 schon. Es steht 3-0 und ich weiß nicht genau, wie lange es jetzt rum ist, aber ja, man hatte schon so ein bisschen das Gefühl, von denen kommt nicht mehr viel, wir gewinnen das Ding, wie hoch wissen wir noch nicht. Also so kann man sagen, als man auf dem Platz stand, als Fußballer hat man einfach so ein Gefühl. So, für die Freistöße habt ihr einen besonderen Experten? Ja, Tim Moore, der ist Lord Moore ist einfach der beste Freistoßschütze bei uns im Team. Oh, was ist denn das für ein Ding gewesen? Und den macht er, im Fallen. Hast du ihn mit der Schulter gemacht, oder? Mit dem Kopf, aber genau da muss ein Stürmer stehen, oder? Ja, klar, also das ist dein Kerngebiet, aber ganz noch mal, ganz kurz schon nochmal, der Freischuss war auch ziemlich gut getreten. Also es ist nicht umsonst, ich hab mir sagen lassen, dass BVB-Profis neidisch sind auf diese Freischusstechnik. Ja? Also das ist ja, boah, und dann aber muss man auch erstmal so machen, wie du ihn da versenkt. Hast dir fast ein bisschen schwer gemacht, oder? Hättest du auch mit dem Fuß einfach versenken können, oder? Fast drei Halswirbel da ausgerenkt, aber... vielleicht müssen wir noch mal dazu sagen, das war dieses Finale, dieser Cupra Next Gen Cup in Barcelona, das war kurz vor der Europameisterschaft. Also ihr habt genau, im Grunde genommen die Blaupause für deine Italiener dann gegeben, weil die haben ja ähnlich dominant gespielt dann wie ihr. Genau, also es war quasi der 3.6., an dem das Ganze stattgefunden hat und... Ja, man sieht es an der Sonne, dass es im Hochsommer war, sehr warm, aber eine coole Zeit für uns in Barcelona, so eine Erfahrung und genau, für uns ging es dann auch direkt weiter mit der EM und für mich als Italiener ist die natürlich auch nicht ganz schlecht verlaufen. Kann man so sagen, ja. Sag mal, sind die auch mal in eurer Hälfte gewesen? Das ist ja unglaublich. Wirklich, das habe ich mich gerade auch gefragt. Ne? Nächste Chance. Jetzt kommt,
Tom Sindermann leider am Tor vorbei. Dein Teamkollege aus Wattenscheid, aber, ne? Genau, Teamkollege aus Wattenscheid. Ja. So, jetzt... Also wir hatten echt viele Chancen. Best of Football traut sich mal in die Freekickers-Hälfte rein. Schauen wir mal, es gibt den Chip-Pass. Ja, und ein bisschen nachlässig da in der Verteidigung. Also Einladung muss man jetzt nicht aussprechen. Oh, stark pariert. Ja, und der war wunderbar gehalten. Also echt aus so einem spitzen Winkel hätte ich auch gern nochmal eine Wiederholung. Gibt's aber leider nicht. Doch, gibt's nochmal. Also die Parade ist wirklich extra klassisch. Also zack, und dann packt Jan den irgendwie da noch raus. Ja, also ich glaube, Jans Qualität ist auch einfach auf der Linie die beste. Vielleicht auch auf der Liege. Auf der Liege nach dem Spiel. Oh, da gab es ein klares Foul im Mittelfeld, aber ihr spielt weiter. Fair, wie sich das gehört. Das war ganz klare Notbremse da. Ja, und ich wollte den Ball querlegen und habe es leider nicht geschafft, beziehungsweise der Torwart hat es auch ein bisschen geahnt. Felix, dir muss auch nicht immer alles gelingen. Ja, nein, du hast schon abgeliefert, Tor eingeleitet, vom Elfmeterpunkt versenkt. Ich frage mich, wann das vierte nachgelegt wird. Da ist ja wieder alles offen. Oh! Oh, da war mehr drin. Schade. Best of Football jetzt mit dem Gegenstoß. Und ich bin mal gespannt, wie lange der anhält, wann wir wieder da sind. Ihr seid wirklich sehr aggressiv da immer wieder drauf. Und so richtig viel ist von den... So richtig viel ist wirklich von eigentlich der kompletten gegnerischen Mannschaft nicht zu sehen. Ballverlust, sehr wach. Jetzt die eine Chance, die ihr mal zugelassen habt, aber du kannst ja auch nicht alles verhindern. Ja, ich glaube, es war so ein Mischmasch aus vielem. Fitness, vielleicht auch fußballerische Klasse, weil wir zocken ja alle selbst. Ne? Ja, ja, klar. Ist jetzt nicht, dass das für uns irgendwie irgendein Spiel war. Und da auch, ich finde auch wieder ein geiler Angriff Pascal und mir durchgesetzt vorne und dann quergelegt auf Tim. So muss Fußball sein. Das ist einfach sehr schön rausgespielt. Super stabil so. Was habt ihr euch jetzt überlegt? Rein ins Auto, oder was? Ein bisschen als Dankeschön für Kubra, den Torjubel quasi mal mit dem Auto einzubinden. Und wir haben einfach eine Party veranstaltet. Ja, also siehst ringsrum, war voller Kameras, also Alarms gefeiert. Ja, hat wahrscheinlich sehr viel Spaß gemacht, ne, da zu spielen. Also erstmal, dass man überhaupt da spielt, aber dann halt auch noch mit Kulisse und so, ist auch nett. Und hier sieht man nochmal wunderbar rausgespielt, nochmal eins weitergegeben und dann eben nicht nur ruhender Ball ist drin, sondern auch so ein Ding bei ihm. Ja, absolut. Ich glaube, eine Erfahrung, das ist unglaublich. Die wird niemand vergessen bei uns aus dem Team und auch, ja, ich glaube, jeder, der da war. Es war für jeden einfach was ganz Besonderes. Und da zu dem Foul gibt es eine ganz witzige Story. Der war nämlich ein bisschen sauer. Der hat ihn dann angemotzt, meinte, oh man, what human you are, it's fucking Camp Nou, I want to score a goal in Camp Nou. Also der war gar nicht so sauer, dass das Foul gemacht wurde. Er meinte einfach, wie kannst du so ein Mensch sein? Ich will einmal in Camp Nou ein Tor schießen. Ja, aber da bin ich auf der Seite von Marco. Also wenn wir Fußball spielen, dann spielen wir das auch sauber. Und dann gibt es halt auch mal einen Foul, ne? Also, ja, absolut. Man muss ja nichts gönnen. So, jetzt mal schauen, ob die Niederländer, also einen ähnlich guten Standardschützen werden sie nicht haben, aber vielleicht haben sie zumindest einen guten. Aber ja, nee, okay. Aha. Das hätte bei euch ein bisschen anders ausgesehen. Jetzt ist natürlich die große Frage natürlich, wird's noch mal eng? Wird's noch mal spannend? Kannst du uns spoilern? Also ich kann spoilern, spannend wird's nicht, aber es kommen noch ein paar schöne Momente. Ah ja, okay. Guck mal hier, Überzahlspiel. Genau. 4 gegen 3. Jesko Freiler kommt quasi durch und will dann querlegen auf mich. Ich glaube, einen kleinen Moment zu spät. Vorher gab es ein paar Lücken, aber ja, wie gesagt, was man natürlich jetzt in so einer Zusammenfassung nicht sieht, dass es einfach brüllend heiß war. Also es war wirklich krass. Bei so hohen Temperaturen wird das Feld nochmal doppelt so groß, wie es eigentlich ist. Ja. Ah, das ist hier wieder die Übersicht. Guck mal, der Abwehrchef schiebt an und wurde da, glaube ich, wenn ich es richtig gesehen habe, von Ronald Koeman schön festgehalten gerade im Mittelfeld. Also Koeman und De Boer, die beiden Veteranen, haben sie einfach mal verpflichtet. Und ihr fettet die da ein. Das finde ich eigentlich ziemlich gut. Ich glaube, die beiden waren auch ein bisschen sauer, weil die echt ambitioniert waren und so ein bisschen durch ihr Team gebremst wurden. Aber mein Gott, so ist Teamsport, ne? Ach, schön gespielt, schön durchgesetzt. Tom,
Tom vorne durch, nochmal raus auf Pascal, der legt quer und ja, Jesko stolpert ihn dann irgendwie rein. Man hätte das Tor auf jeden Fall schöner ausspielen können, aber im Endeffekt fragt doch keiner, sagt man immer, oder? Es gibt Zehner, die haben im Camp Nou schon souveränere Tore geschossen. Aber hey, Hauptsache Tor geschossen. Das ist doch alles, was zählt. Wunderbar durchgesetzt. Absolut. Ich finde, bis zum Stolper ist ja auch, finde ich es richtig schön gespielt. Ja, also natürlich. Hier, wenn er sich da noch Zeit lässt und sich die Ecke aussucht, dann, ja. Aber so, mein Gott. Er geht eben nach. Das ist diese Gier, die du brauchst. So, hab ich richtig mitgezählt? 5 sind wir jetzt angekommen, ne? 5-0. Yes. Mein lieber Mann, ihr seid aber auch echt gnadenlos. Habt ihr dann irgendwann, zumindest, wie gesagt, wir sehen jetzt hier die Highlights, aber habt ihr mal so einen Gang rausgenommen oder habt ihr euch gedacht, nee, also die 35 Minuten ballern wir jetzt komplett durch hier? Nee, tatsächlich war es echt, dass wir gesagt haben, wir wollen hier alles rausholen. Weil ganz ehrlich, im Endeffekt spielst du einmal im Camp Nou und dann willst du auch, dann ob du gewinnst oder nicht, ist schon wichtig, aber wie du gewinnst, ist dann auch wichtig. Und dann darf auch jeder mal ein Tor machen und du versuchst, dass jeder seine Chance bekommt. Also, da solltest du keinen Gang zurückgeschaltet. Da solltest die Schürze geben, wie man bei uns in Westsachsen sagt, für den Tunnel. Wie sagt man bei euch? Einfach ein Panner oder ein Beini. Ah ja, ein Beini, genau. Nee, bei uns ist die Schürze Beini. Schieben. Ah, okay. Finde ich auch sehr schön. Ja. Ja, jetzt mal Best of Football im Angriff. Aber also wenn man das auch sieht, ne, ihr seid nie in Unterzahl, so diszipliniert bei einem Freizeitturnier, ja, das finde ich schon beeindruckend. Also. Absolut. Und auch das Gegenpressing jetzt gerade von Jesko. Er ist eigentlich Zehner und arbeitet komplett nach hinten. Jetzt bin ich über außen und Tom ist durch. Aber leider abseits gepfiffen. Ja. Das ist eine Fehlentscheidung. Ja, er versucht es unten aufzuheben, aber meiner Meinung nach ist es auch kein Abseits. Ja, aber da kommt der Casalino schon wieder. Also der findet aber auch eine Schnittstelle nach der anderen hier. Mein lieber Mann. Aber das war mal relativ resolut geklärt. Gut, nicht, dass du das nicht, nicht gewöhnt wärst. Ah, hier, guck mal. Also wenn der Spielmacher so die Bälle erobert schon im Mittelfeld, dann weiß es, ist ein guter Abend. Oder ein guter Nachmittag ist es wahrscheinlich gewesen, ne? Absolut. Ah, der Ball läuft. Jetzt ein schöner Doppelpass von mir und Tom. Und dann darf auch Tom sein Tor schießen. Auch wieder ein schönes Tor, finde ich. Wir haben echt gut kombiniert. Ja, ja. Also das sieht aus, als würdet ihr das regelmäßig zusammen machen. Einmal die Woche. Ja, sechsmal die Woche kommt er hin. Aber nein, Tom und ich verstehen uns wirklich auch auf dem Platz sehr gut. Das sieht man in so einer Situation echt. Nee, ich meinte als komplette Mannschaft. Weißt du, das sieht echt so aus, also als würdet ihr da zumindest einmal die Woche zusammen irgendwo in der Soccer World auflaufen. Das sieht wirklich sehr stabil aus. Ey, wenn das von der Distanz her klappen würde, würde ich das sofort machen. Aber wir wohnen leider alle zu weit auseinander. Ah, hier Außenristpässe sind dabei. Das ist natürlich Fußball wirklich vom Allerfeinsten. Und zack geht's wieder 4-4 in den nächsten Angriff. Kopf ist oben, nächster Doppelpass, rauf zur Grundlinie. Oh, und das Foul war ein verdächtig. Klarer Elfmeter. Also mein lieber Mann, das lässt er laufen. Das ist klarer Elfmeter. Das ist einfach Mitleid mit Best of Football, was ja gerade passiert. Also wirklich, wir standen auf dem Platz und ich war mir zu 100%, zu 1000% sicher, dass das ein Elfmeter war. Aber ich gebe dir vollkommen recht, ich glaube, das war einfach eine kleine Mitleidsaktion. Ach, guck mal, und hier auch komplett den Spielverderber gegeben. Da wollte der Mann mit der 89 hier mal eben ein bisschen zeigen, was er am Ball alles drauf hat. Aber Jesko hat da keinen Bock drauf und nimmt ihm das Ding zumindest erstmal ab. So, jetzt Freistoß, langer Pfosten. Oh, der ist unangenehm zu sehen gewesen, ne? Guck mal, wie in die Sonne geguckt. Genau, man hat oft in die Sonne geguckt. Ecke. Best of Football, wir sind schon auf der Zielgeraden, was dieses Finale angeht. Und sagen wir mal so, hoch gewinnen werden es die Niederländer nicht mehr. Und der Torhüter ist draußen. So, und jetzt bin ich aber mal gespannt, was wir hier sehen. Ja, da ist die Gier, von der ich gesprochen habe. Und, was kommt? Tor ist wieder besetzt mittlerweile. Der war auf jeden Fall gut in den Knochen unten. Ja, und der Hüter war unglaublich schnell wieder zurück. Also, und dann ist er trotzdem drin. Aus 25 Meter Luca Hauswert mit dem Flachpass. Und ich glaube, das kann man auch mal bejubeln, das Tor mit einem Schuhputzer. Aber den packt er ja dermaßen genau da unten rein. Also, ja, ihr habt ja wirklich voll die ganze Palette gezeigt. Tor nach Freistoß, rausgespielte Tore, Distanzschuss.
erschreckend fast schon. Ja, also Konzi, der so ein bisschen als Trainer draußen agiert hat, kann auf jeden Fall zufrieden mit seiner Elf sein. Und dann ist das Spiel auch rum. Was mich sehr gefreut hat, dass man nach dem Spiel trotzdem mit dem Gegner noch ein Shakehands gemacht hat, sich in den Arm genommen hat und auch noch ein bisschen länger gequatscht hat. So, und da ist er doch, der Sieger, guck mal. Charity Cup. Ja, und da ist er doch. Der Cupra Next Gen Cup 2021 geht an die Free Kickers. Und das ist durchaus verdient. Das ist durchaus verdient, kann man an dieser Stelle mal sagen. Vielen Dank. Nein, stark. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Das war eine Wahnsinnserfahrung, im Camp Nou zocken zu dürfen. Ja, und das Ganze auch noch zu gewinnen, Wahnsinn. So, ist es für dich als Kommentator auch mal so ein Ziel, im Camp Nou mal kommentieren zu dürfen? Ja, klar, logisch. Also ich stand schon einmal im leeren Stadion, weil ich so eine Führung da gemacht habe. Aber kommentieren, also einen Pokal hochrecken werde ich da wahrscheinlich nicht mehr. Aber das habt ihr dafür jetzt gemacht. Felix, ich danke dir vielmals. Das war doch sehr schön, dass wir uns das hier zusammen reingezogen haben. Ja, das vielen war's. Vielen Dank, Benni. Und eine Finalzusammenfassung. Gut. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao. Lade dir jetzt das Top 11 Manager-Spiel über meinen Link in der Videobeschreibung runter. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zocken und Herausfordern eurer Freunde.